Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute war das große Update zu Fortnite März 2020 und dazu werde ich euch jetzt alles im Video zeigen. Das heißt, ich werde euch alle Änderungen zeigen, alle Neuerungen zeigen. Bleibt dafür auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn ihr natürlich hier in Zukunft keine weiteren Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr hier unter dem Video einen Kommentar sowie natürlich eine Bewertung da lasst. Dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit den ersten Themen. Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns mal die neue Lobby an, denn dort gibt es jetzt endlich mal wieder ein neues Lobby-Hintergrund. Design und dort kann man auch schon die ersten Sachen sehen, die sich immer geändert haben und da sehen wir hier ein bisschen Authority. Ich finde auf jeden Fall, der Hintergrund, der sieht schon sehr, sehr nice aus. Ist wieder richtig geil, finde ich, ist sogar einer der besten Lobby-Hintergründe. Zusätzlich dazu haben wir auch direkt im Item-Shop wieder neue Items. Unter anderem haben wir nämlich den neuen Party-Trooper-Skin. Dort wird es am 31. Oktober und 1. November dann auch noch einen weiteren Stil geben, und zwar den J. Balvin-Stil, wenn man auf der Afterlife-Party ist, wie gesagt, an den beiden Tagen. Außerdem gibt es zusätzlich dazu natürlich auch noch ein paar weitere Packs hier drin, unter anderem nämlich einmal das Crypt Crashers Pack, ist jetzt allerdings, glaube ich, auch schon ein bisschen länger drin, genauso Ultimate Recognition Pack, und es wird wahrscheinlich auch noch die nächsten Tage ein weiteres Pack folgen. Also wir zurzeit wirklich sehr, sehr viele Packs hier, vor allen Dingen alles zurzeit mit V-Bucks. Das ist natürlich auch immer noch ein bisschen besser, als wenn man dafür echt Geld ausgeben muss, und wir werden natürlich in Zukunft auch viele weitere Halloween-Skins bekommen in den nächsten Wochen, werden wahrscheinlich auch eventuell noch ein paar bisher noch nicht geleakte Skins dazukommen. Ein paar können wir unter anderem auch schon auf der Insel sehen, muss jetzt, glaube ich, allerdings nicht jeden einzeln zeigen. Dann haben wir auch noch ein neues Emote, was kostenlos bekommen können, und zwar das Bobos Watching Emote, und wir haben natürlich wie jedes Mal zu Fortnite Mers wieder Challenges. Diesmal könnt ihr die natürlich hier drin wieder sehen, werden auch über die Tage dann noch weitere freigeschaltet. Insgesamt werden die letzten in 6 Tagen freigeschaltet. Bisher haben wir erstmal nur 3 Challenges. Unter anderem muss man nämlich einmal Shadow werden. Dazu zeige ich euch gleich unter anderem auch, wie das funktioniert. Denn das ist auch eine neue Funktion, die jetzt mit dem Update drin ist. Dann müssen wir auch noch 100 Meter auf dem Zauberstab reiten. Und dann müssen wir noch Süßigkeiten essen. Alles 3 Sachen, die jetzt tatsächlich neu sind. Wie gesagt, kommen wir gleich allerdings nochmal genauer zu. Und gerade ist übrigens auch noch das nächste Wild Wednesday Event. Diesmal im Marvel Knockout Modus. Und tatsächlich als Trios, das heißt, ihr könnt hier nur im Trio teilnehmen, braucht natürlich ein festes Trio, ohne das könnt ihr hier dran logischerweise natürlich nicht teilnehmen. Dafür gibt es natürlich dreifache Preisgelder im Vergleich zum Solo, logischerweise, damit eben halt jeder am Ende noch genau gleich viel bekommt. Ich würde sagen, wir gehen direkt in eine Runde rein, und zwar gibt es dabei auch Besonderheiten, denn es gibt jetzt nicht mehr normal Solo Duo Squad, sondern es gibt tatsächlich noch Fortnite mehr Solo, Fortnite mehr Duo und Fortnite mehr Squad. Als erste Neuerung gibt es natürlich wie jedes Mal auch einen exklusiven Battle Bus, und ich finde, der sieht auch wieder sehr, sehr geil aus. Schön mit Kerzen, mit vielen Kürbissen, mit ein paar Grabsteinen oben drauf. Ist jetzt natürlich nicht ganz passend, weil der ja eigentlich schon die nächste Version hatte, dieser Battle Bus, was eben als Dark dort hinten entwickelt hat. Allerdings jetzt eben halt für Fortnite mehr erstmal etwas anders. Hört sich dazu, haben wir natürlich jetzt einmal komplett alles in den dichten Nebel gehüllt. Natürlich passend zu Fortnite mehr, wird wahrscheinlich jetzt nicht alle Freunde, da man eben halt etwas schwieriger etwas sehen kann. Allerdings ist es nicht ganz so schlimm, wie wir es schon hatten. Und dort hinten, wo auch immer irgendwo Galactus da ist, da ist auf jeden Fall auch größer geworden, wenn man da immer durchschauen könnte. Je nachdem, wie ihr eure Grafik-Settings habt, wird das natürlich auch verändert, wie stark hier eben halt diesen Nebel seht. Finde ich, gibt auf jeden Fall eine geile Atmosphäre. Und als erstes haben wir hier direkt eine neue Authority. Und hier ist immer das Besondere, dass wir ein paar Bots haben, die hier wieder rumjumpen. Unter anderem ist Midas auch als Bot jetzt wieder zurückgekehrt, das heißt, beziehungsweise als Zombie zurückgekehrt. Das heißt, den können wir jetzt auch finden, was ganz geil ist. Der hat auch wieder die Classic Drum Gun. Es gibt auch unter anderem von generell einfach allen Gegnern hier weitere neue bzw. alte Shadow-Waffen, so etwas wie zum Beispiel die Armbrust natürlich wieder ganz klassisch, die Jump-Gun, wie gesagt, gibt es zurück, den Rocket Launcher in der Version, und ich habe weiterhin keine Waffen. Allerdings, da können wir auch direkt das neue Feature sehen, und zwar, wenn man jetzt gekillt wird, wird man tatsächlich wieder respawned, ähnlich wie es zum Beispiel in Warzone das Ganze auch gibt, mit dem Gulag hier eben halt automatisch, und dann geht man im Prinzip in der Midas Shadow Army, und damit kann man dann eben halt unterschiedlichste Features ausführen. Hier sieht man auf jeden Fall diese
4 verschiedenen Features hat man. Kann unter anderem einmal hier diesen Jump nach vorne machen, reloadet natürlich alles. Dann kann man ganz normal seine Krallen benutzen. Mit Leertaste kann man ganz einfach springen. Und dann hat man noch auf R ein weiteres Feature, wo man dann eben halt Gegner sehen kann. Und dann können wir hier natürlich versuchen, die ganzen Gegner zu killen. Zurzeit bekommt man tatsächlich auch einen Sieg, wenn man das gewinnt. Was tatsächlich ganz geil ist und ist natürlich schon ganz cool, hier einfach so rum zu jumpen. Das Besondere ist, dass wenn man hier Sachen verbraucht, dass man sich dadurch einfach wieder Leben regenerieren kann. Sozusagen sneakt man den ganzen normalen Spielern einfach deren Loot weg und bekommt dadurch eben halt HP, kann natürlich allerdings nicht wieder aufsammeln und bleibt dann im Prinzip in dieser Gestalt drin. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal ein paar andere Sachen an, beziehungsweise kommen wir als erstes nochmal zu ein paar Änderungen. Denn wie gesagt, es gibt ja jetzt natürlich ordentlich neue Waffen. Allerdings wurde auch eine Waffe gevoltet, und zwar die Charge Shotgun. Das heißt, sie ist jetzt nicht mehr vorzufinden und dementsprechend hat man jetzt nur noch die zwei Shotguns, also Combat und dann die normale Pumpgun. Es gibt tatsächlich so ein paar Leaks irgendwie, die darauf hindeuten, dass demnächst die Tag Shotgun wieder zurückkommt. Ich denke mal, spätestens in der nächsten Season wird die auf jeden Fall wieder zurück sein. Ob die jetzt noch in irgendeiner der nächsten Updates kommt, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Es gibt auch wieder neue Rifts bei Misty Meadows. Dort unten müsst ihr ungefähr sein. Das heißt, dort werden vielleicht den nächsten neuen Ort erhalten. Und es gibt auch unter anderem ein paar von diesen Hexenhäuschen. Dort werde ich jetzt auch mal direkt hinjumpen. So, jetzt sind wir hier beim Hexenhäuschen angekommen. Hier sind normalerweise in diesen ganzen Kanistern, da wo normalerweise eigentlich immer Angeln drin sind, eben halt diese Hexenstäbe im Prinzip. Die sind im Prinzip genauso wie das Silver Surfer Board. Deshalb muss ich das jetzt, glaube ich, nicht nochmal zeigen. Außerdem kann ich das in dieser Gestalt auch nicht zeigen. Aber man springt eben halt einfach hoch, gleitet danach ein bisschen. Nichts wirklich Besonderes. Sieht eben halt nur ein bisschen geiler aus als sonst. Und hier oben gibt es dann auch die Süßigkeiten. Die sind im Prinzip genauso wie eben halt die ganzen Fische. Das heißt, man hat unter anderem hier einmal so eine Süßigkeit, womit man dann höher springen kann. Eine Thermal-Süßigkeit und so weiter. Eben halt genau alles, was wie gesagt schon beim Fischen gibt, gibt es dann eben halt auch hierbei. Und was ich auch noch herausgefunden hatte, ist, wenn man im Stehen bleibt, dann wird man invisible, und das kann man eben halt durch diese Anzeige dort in der Mitte sehen. Das heißt, wenn er hier dieses zugeklappte Auge habt, dann wisst ihr, dass andere Gegner, vor allen Dingen normale Spieler, euch damit nicht erkennen werden. Und ihr könnt übrigens auch dort oben rechts sehen, wie viele Shadows noch leben, das heißt, wie viele von diesen Geistern im Prinzip leben und wie viele normale Spieler eben halt leben. Und das ist eben halt auf jeden Fall so alles, was jetzt eigentlich neu auf der Map direkt ist. Natürlich gibt es noch deutlich mehr von diesen Orten. Ansonsten gibt es auch noch den neuen Halloween Store. Das hatte ich auch schon vor, glaube ich, 4 Wochen oder so angesprochen, wo das im Prinzip schon neu reingekommen ist, beziehungsweise das Haus gebaut wurde. Jetzt das Ganze natürlich fertiggestellt, und dort kann man natürlich jetzt ordentlich was an Halloween-Items kaufen. Und wie ich es ja am Anfang schon angesprochen hatte, sehen wir hier die neuen Skins. Unter anderem gibt es nämlich hier vorne die 3 Skins. Diesen Kürbiskopf-Skin hatten wir natürlich schon, aber diese 3 Skins sind neue Skins. In Arena und damit in Competitive-Modus gibt es übrigens den Nebel nicht. Bei The Ruins hat man jetzt trotzdem natürlich hier die Henchmen, das heißt, man kann ganz normal Henchmen killen, und wenn man die Finish, bekommt man eben halt nur die Rocket Ammo, das heißt, man hat keine Chance, die Waffen zu bekommen, und es wird damit natürlich etwas schwieriger gemacht, hier ganz normal zu spielen. Ansonsten hat man natürlich trotzdem das neue Design hier vorne. Außerdem ist es so, dass man übrigens auch kein Nebel draußen hat, das heißt, man kann hier auch ganz normal spielen, und das Schattenfeature ist natürlich logischerweise auch nicht drin. Das heißt, wenn man stirbt, wird man auch nicht einfach respawned und kann weiterspielen, sondern man stirbt natürlich wie sonst auch ganz normal. Und damit war es dann auch schon alles zu diesem Video, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.